Bevor das eigentliche Video beginnt, muss ich darauf hinweisen, dass ich wegen fehlender Akkuleistung diesen Tag, wo wir drei Veranstaltungen besuchten, zum ersten Mal mit meiner Handykamera gefilmt hatte, also zu Anfangs. Jetzt beim Schneiden dieses Filmes am PC sehe ich, dass der Fokus meiner Handykamera nicht gerade optimal ist in Bezug der Bildstabilisierung, Lichtempfindlichkeit und auch des Bildausschnittes. Auch zu Anfangs, wo wir beide im Neutor-Tunnel sind, die Windgeräusche von dieser Kamera sehr schlecht oder besser gesagt gar nicht gefiltert wurde. Als wir dann aber aus diesem Tunnel draußen sind, wird die Tonqualität aber wieder viel, viel besser. So, und nun wünschen Elvis und ich euch viel Spaß zu diesem Teaser-Video, wo wir bekannt geben werden, welche drei Veranstaltungen wir beide an diesem sehr langen Tag für euch besucht und dokumentiert hatten. Hallo liebe Seher von CryptoTV, wunderschönen guten Tag dem vertrottelten und korrupten Österreich und natürlich auch dem kommunistischen Österreich. Wir sind einmal mehr in Salzburg unterwegs und weil man ein Video nicht besser starten könnte als mit einer Toilette, ihr wisst ja, vieles muss man im Moment echt einmal ein bisschen scheißen, Entschuldigung für die Wortwahl, stehen wir einmal mehr vor einem erneut überklebten Überkleber und halten damit fest, ich habe zwar die Botschaft dieses Klebers nicht verstanden, macht ja nichts, bin ja bildungsfern rechtsradikal und wissenschaftsfeindlich, ein Aluhutträger, ein Schwurbler und ihr wisst schon. Jedenfalls halte ich fest, es wird weiter überklebt. Es ändert sich einfach irgendwie wenig in dem Land. Wir haben übrigens, und wenn ich sage wir, dann ist natürlich der Roman wieder an der Kamera. Wir haben heute Sonntag, den 30. April 2023. Das heißt, wir tanzen theoretisch dann heute in den Mai. Das heißt, wir haben Walpurgis. Zu diesem Thema werden wir kein Video machen. Das haben wir vor einem Jahr schon gemacht. Und der Roman wird es vielleicht verlinken. Dann könnt ihr es euch nochmal angucken, was wir da gemacht haben. Jedenfalls, wir sind jetzt auf dem Weg in die Stadt. Da findet nämlich, und ich habe Infomaterial dazu, eine Gedenkveranstaltung statt. Der 30. April ist ja nicht nur Walpurgis, sondern wir gedenken heute auf den Tag, genau. Wo habe ich denn meinen tollen Zettel? Dankeschön. Wir gedenken heute auf den Tag, genau, der zum 85. Mal der Bücherverbrennung. Und nachdem ihr aktuell immer noch Videos zensiert, Leute ob ihrer Presse und Meinungsfreiheit verklagt werden, ich weise da auf die Kanzlergattin hin, ich weise da auf Markus Söder, den bayerischen Ministerpräsidenten, der aktuell gerade Gerald Gross wegen seiner Aschermittwochsrede verklagt. Ich weise darauf hin, dass Annalena Baerbock gerade Tim Kellner, was immer man von ihm halten mag, verklagt hat. Und wir sind jedenfalls auf dem Weg zur Bücherverbrennung. Heute würde das einfach unter Zensur fallen. Medial, Bücher lesen ja nicht mehr so viele Leute. Zeigt irgendwie der Bildungsstand in diesem Land auch auf. Jedenfalls, wir haben da so einen schönen, tollen Flyer bekommen. Da hätte es um 11 Uhr schon eine Veranstaltung gegeben, allerdings in einer kleinen Galerie. Offensichtlich wollte man die Thematik nicht zu groß halten. Da hätte man sich anmelden müssen, das steht hier im Kleingedruckten drunter. Das ist leider etwas verschwurbelt worden, kommt mir aber zugute, nachdem ich hier gestern einmal mehr Dienst hatte und es ohnehin jetzt kurz nach 12 sehr hell und früh am Tage für mich ist. Das heißt, wir werden uns jetzt anschauen, wie das ausschaut, wenn man in der Stadt Salzburg dem 85. Male der Bücherverbrennung gedenkt. Dann ist natürlich an einem Sonntag ein klassischer Spaziergang angesagt. Es ist der Spaziergang eine Woche nach der Wahl. Da wird es sicher auch ein bisschen was dazu zu bemerken geben. Bis jetzt spielt das Wetter mit. Ich habe trotzdem sicherheitshalber meinen Schirm mit. Man weiß ja, man darf ja den Medien, das inkludiert den Wetterbericht, nicht immer glauben. Und
damit das Ganze, wenn ich mir dann heute schon extra so früh den Schlaf nehmen lasse, auch ein bisschen mit Spaß verbunden ist. Und wir ja in einer Welt leben, in der ja gerade viel Sexualisierung passiert, werden wir dann den Abend ausklingen lassen auf der Erotik- und Fetischmesse. Und ja, da hätte ich gesagt, haben wir heute ein volles Programm. Jetzt einfach mal schauen, was die öffentliche Darbietungshälfte zum Thema Widerstand im Gedenken an die Bücherverbrennung hergibt. Damit sind wir jetzt für den Augenblick einmal raus. Und der Roman wird immer wieder einschalten, wenn es was Spannendes, Lustiges oder meiner Meinung nach das Häufigste, was zum Kopfschütteln gibt. Ihr wisst ja, wir haben jetzt 14 Monate und ein paar Tage Militärkonflikt und wir haben 3 Jahre und weiß ich nicht, 6 Wochen Politirrsinn rund um Corona-Teuerung, Sanktionen, ja alles, was man heute in so einem Test-Weltmeisterland so machen kann. Ne? Ja, damit genug der Worte. Bis später.